Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär, und wir werden uns heute ein richtig leckeres Bierkutscher-Gulasch machen. Wer mich verfolgt, der weiß, hier stehen alle Zutaten. Die werden wir uns jetzt anschauen, dann geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. Für das Rezept heute benötigen wir, da habe ich hier einmal Bier stehen, das ist jetzt ein Pilz, was ihr dafür eins nehmt, ist eigentlich recht egal. Dann ist das ein Rinderfond. An Gewürzen habe ich hier angestoßenen Kümmel, Salz und Pfeffer brauchen wir, das ist Paprikapulver, süß und scharf gemischt. Dann haben wir Tomatenmark, dann ist das eine Jalapeno, hier hinter verstecken sich noch Lorbeerblätter. Dann ist das eine Kartoffel, die brauchen wir aber nur, wenn unser Gulasch nachher keine gescheite Bindung kriegen, dann reiben wir davon ein bisschen rein. Also kann auch passieren, dass wir sie nicht benötigen werden. Dann haben wir hier noch eine Menge Zwiebeln und hier habe ich einmal Gulasch halb und halb. Ihr könnt natürlich auch nur Rind oder nur Schwein nehmen, und beim Fleisch und den Zwiebeln sollte das Verhältnis ca. 1:1 sein. Das heißt, wenn ihr jetzt hier ein Kilo Fleisch habt, nehmt da bitte auch ein Kilo Zwiebeln. Und die genauen Mengen und das Rezept findet ihr wie immer ausführlich unten in der Videobeschreibung. Wer das Ganze jetzt nicht so scharf haben möchte, der lässt hier die Jalapeno natürlich weg. Jetzt fangen wir an. Dazu nehmen wir uns zuerst die Zwiebeln. Dann nehmen wir uns das Messer, werden die einmal halbieren. Und dann schneiden wir uns einfach nur so ein paar Halbringe runter. Unseren Berg Zwiebeln haben wir jetzt fertig geschnitten. Und jetzt nehmen wir uns hier unsere Jalapeno und die schneiden wir erstmal nur in Scheibchen. Und wenn wir sie dann in Scheibchen geschnitten haben, hacken wir sie uns einfach nur fein. Somit haben wir jetzt alles vorbereitet und geschnippelt. Ich werde jetzt unsere Kohlen starten und dann sehen wir uns gleich da am Dutch Oventisch wieder. Unsere Kohlen sind jetzt mittlerweile durchgeglüht. Ich verwende hier einen halben Anzündkamin. Verwenden tun wir heute wieder unseren Dutch Oventisch von Barbecue Toro. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Dann werden wir hier unsere Kohlen nehmen. Erstmal schön hier auf den Tisch schütten. Und nachdem wir uns die Kohlen jetzt hier unten schön verteilt haben, nehmen wir hier unseren Dutch Oven, stellen den da drauf. Bei dem Dutch Oven, da handelt es sich um meinen 9er Dutch Oven, also der DO9A, auch von Barbecue Toro. Auch den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Dann machen wir schon mal den Deckel ab. Und jetzt, wo er anfängt auf Hitze zu kommen, geben wir schon mal hier so ein Stückchen Butterschmalz da rein. Das kann dann schon mal schmelzen. Mittlerweile ist unser Butterschmalz heiß. Dann kommen die Zwiebeln rein. Und die werden wir jetzt erstmal richtig schön anbraten. Wichtig ist, dass wir unseren Zwiebeln jetzt richtig schön Zeit geben beim Andünsten. Die sollen schön Farbe kriegen, aber auch nicht zu dunkel werden. Deswegen machen wir das jetzt so auf halber Hitze. Ich habe jetzt noch so ein paar Kohlen weggenommen. Die Zeit müsst ihr denen auch geben, denn so setzt sich schön der Zucker in den Zwiebeln frei. Den haben wir dann nachher schön mit im Topf drin und das ist dann mit ein Punkt, wie unser Gulasch schön sämig wird. Aber wir geben dem jetzt die ganze Zeit, die wir brauchen, und dann sehen wir uns gleich wieder. Mittlerweile ist es soweit, unsere Zwiebeln haben wir jetzt genug geschmort. Ihr seht, das ist also richtig schön schleimig geworden. Das ist das, was wir erreichen wollten. Jetzt werden wir die erstmal hier so ein bisschen beiseite machen, dass wir in der Mitte so eine kleine Kuhle haben. Da rein machen wir unseren Tomatenmark und den werden wir jetzt auch erstmal so ein bisschen anrösten. Jetzt rühren wir unseren Tomatenmark hier schön mit unter. Dazu kommt dann das Paprikapulver. Der Kümmel. Dann geben wir auch schon die Jalapeno mit dazu. Das rühren wir dann erstmal schön unter. Und dann rösten wir das Ganze noch mal so ein paar Sekunden mit an. Dazu geben wir dann jetzt unser Fleisch.
Das verteilen wir erstmal nur hier so grob drauf. Dann nehmen wir uns unser Salz und Pfeffer, würzen das so ein bisschen. Dann rühren wir es einmal unter. Dann gebe ich noch so ein bisschen Salz und Pfeffer drüber. Gar nicht so viel, abschmecken können wir nachher immer noch. Dann im nächsten Gang geben wir schon mal unsere Lorbeerblätter mit rein. Und jetzt gießen wir das Ganze mit dem Bier. Und dem Rinderfond auf. Das hier schön kräftig miteinander verrührt. So wie das Ganze ist, ist es jetzt auch so gut wie fertig. Wir haben alles drin. Jetzt brauchen wir nur noch unseren Deckel drauf geben. Und so wie das Ganze jetzt hier bei geschlossenem Deckel steht, lassen wir das jetzt so 2 bis 2,5 Stunden in Ruhe. Zwischendurch gucken wir nur mal rein, wie unsere Flüssigkeit ist. Ich habe das Ganze jetzt hier so bei mittlerer Hitze, weil das soll ganz gemütlich vor sich hinschmoren. Und wenn sich jetzt einer fragt, warum hat er denn das Fleisch nicht angebraten? Weil wir uns ein Gulasch machen. Bei einem Gulasch brät man sich das Fleisch normalerweise vorher nicht an. Man kann es machen, es machen auch viele, aber dann ist es eigentlich nur ein Ragout. Wir haben es jetzt nicht gebraten, einfach so draufgelegt, lassen das in der Soße richtig schön gar schmoren, dass es schön weich ist, so wie wir es haben wollen. Aber die 2,5 Stunden warten wir jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. Mittlerweile sind 2,5 Stunden vergangen. Wir werden jetzt mal reinschauen. Und ihr seht, das ist richtig schön einreduziert. Blubbert ganz leicht, so wie es sein sollte. So von der Konsistenz her passt mir das auch ganz gut. Wem das jetzt noch zu flüssig ist, der kann sich natürlich jetzt noch hier so ein bisschen was von der Kartoffel reinreiben. Die Stärke wird das dann abbinden, aber hier, so wie das jetzt ist hier, ist das für mich vollkommen ausreichend, denn ich mag bei meinem Gulasch immer gerne so ein bisschen mehr Soße. Davon werde ich mir aber jetzt was in ein Schälchen machen, dann werden wir das Ganze mal probieren. Mittlerweile habe ich mir was aufgefüllt. Hier haben wir unser Schälchen mit dem Gulasch drin. Und man sieht hier die Soße, die hat doch noch eine richtig gute Konsistenz. Sah, glaube ich, eben beim Rühren nicht so aus. Dann wollen wir mal gucken. Ein Gäbelchen nehmen hier und mal unser Fleisch drücken, ob es weich ist. Und ja, ihr seht, das kann man so zerdrücken hier ohne großen Aufwand. Also butterzart. Aber jetzt nehmen wir uns ein Löffelchen. Hauen uns eine Ladung drauf hier. Zum Wohl. Also von vorne weg. Nochmal. Also von vorne weg her, das Fleisch mega geil. Das ist wirklich butterzart geworden. Durch das war das jetzt nur diese 2,5 Stunden, oder was heißt nur, ist schon eine ganze Zeit geschmort haben. Dann die Soße. Die schmeckt richtig, richtig geil. Man schmeckt so die Süße von den Zwiebeln, die wir drin haben. Es kommt die Paprika gut durch, die wir dran gemacht haben. Auch diesen feinen Biergeschmack oder die Biernote, die ist auch noch richtig gut erhalten. Megamäßig. Hinten raus kommt dann so ein klein bisschen die Jalapeno. Mir persönlich reicht das, weil man will ja so essen, dass man nicht nur trinken muss und nur Schärfe schmeckt. Das muss ja auch nicht sein. Aber so wie das ist, ist das optimal. Das ist also für mich mit das geilste Gulasch, was ich je gemacht und gegessen habe. Das ist echt der Wahnsinn. Und weil es so schön ist, gleich nochmal. Hammer. Macht das einfach nach und lasst mich wissen, wie hat es euch geschmeckt. Ich glaube, wer das so nachmacht, der wird richtig geil belohnt und wird das immer wieder machen. Damit wären wir dann für heute auch schon wieder durch. Ich hoffe, das Video zum Bierkutscher-Gulasch hat euch gefallen. Wie eben erwähnt, geschmacklich ist das echt eine Wucht. Sollte einer Angst haben, weil
Bier mit drin ist, dass der Alkohol nicht komplett verfliegt. Das funktioniert auch ganz gut mit alkoholfreiem Bier. Also braucht euch da keinen Kopf machen. Nehmt dann einfach alkoholfreies Bier. Dann, ja, jetzt bin ich wieder raus. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Machen wir nochmal Stopp. So ein Bierkutscher-Gulasch machen, habt ihr gesehen, ist absolut keine große Sache. Das Schlimmste daran ist, glaube ich, die Wartezeit, dass man als warten muss, bis es endlich soweit ist, dass man es essen kann. Aber in der Zeit kann man irgendwelchen sinnvollen anderen Kram machen. Sollte dennoch einer Angst haben, wegen dem Bier, was drin ist, dass der Alkohol nicht komplett verfliegt, dann nimmt einfach alkoholfreies. Das funktioniert ganz genauso. Geschmacklich einfach nur eine Wucht. Ja, hat euch das Video gefallen? Würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, dann über einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal, könnt ihr das jetzt gerne hier oben nachholen. Aktiviert dann auch die Glocke, um keine Folge mehr von mir zu verpassen. Und dann wie immer bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.